Mal hier noch welche rumlaufen. Da sind sie doch. Sind die echt tiefer oder was? So. Weil ich glaube, auf der Seite war auch der geheime Eingang. Da stehen sie rum. Da machen sie. Ja, wollte ich auch sagen, hier. Laufen doch alle hier oben auf der... Auf dem... Das ist mal hier auf dem Ball rum. Da sind auch zwei. Dann hat da einer gehockt, genau. An den kann ich mich nämlich auch noch dran erinnern. Und dann liefen die über den Platz hier rum. Ich glaube, hier drunter war auch einer. Da sind auch noch welche. Das fand ich zum Beispiel in Assassin's Creed Valhalla ein bisschen besser gemacht. Oder in den alten Teilen, da ging das so alles ein bisschen automatisch. Was haben wir denn hier? Ach, ihn da. Da ging das alles so ein bisschen automatisch. Where is the game? Where is game? Assassin's Creed Mirage. Mit der Rechtsprechung im Kalifat dem Mosalim-Gericht vorzutragen ist, wo solche Beschwerden aufgenommen und behandelt werden. Das ist schön. So, wir müssen rein in die Bude. Der Muqtasib möchte all jene, die heute sie will handeln. Daran erinnern, dass alle. Wie gesagt, ich habe jetzt das Schwert schon. Wenn ihr dazu guckt, jetzt eine Stunde lang bei den Drops, dann gibt es das für euch auch, wer Bock hat. Und das ist Assassin's Creed für mich. Das war unnötiges Blutvergießen. Ich dürfte niemanden töten? Ich dürfte niemanden töten? Ach jawohl. Das macht zu viel Spaß. Sorry, wenn ich das ausdrücke. So, da hat die Xbox mal mir wieder gesagt, hey, du hast irgendeine Herausforderung oder irgendwas geschafft. Ja, noch eine. Ach, egal. Ja. Also, ich bin ganz ehrlich, ich bin leider auch ein Zocker, der so Voraussetzungen nicht so mitnimmt. Alter, wie viel Piepserei habe ich denn jetzt hier? Komme ich da rein? Nee. Also bin ich umsonst hier rein. Da war er. Komme ich hier in den Raum? Rein? Ja, komm hier. Ja. Ja. Dann warte ich. Ja, warte du mal da unten. Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Steuerung ist kaputt. Vor uns kann sich nichts verstecken. Ah, so war das. Bitte tippen wir ganz kurz nur an und halten dann den Button nicht fest. Das kriege ich hin. So, ich soll da irgendwo hin, ne? Guck mal, da ist auch noch einer. Besser. Ja, wie gesagt, ich neige dazu, echt immer zu zocken und auf so eine Herausforderung nicht wirklich zu achten. Und dann stehe ich auf einmal fest. Das fand ich übrigens damals in Assassin's Creed Teil 3 Teil geil. Weil, da konntest du die Mission nochmal neu starten, wenn du Bock hattest, es mit den Herausforderungen zu schaffen. Richtig. Die Herausforderungen sind mir eigentlich nicht so wichtig. Also, ne, ich spiele das gerne und so, aber ich versuche das auch ein bisschen, aber ansonsten nicht. So, da unten ist der Flötenheini. Weil, muss man vorstellen, hier laufen alle rum und du musst dich hier durchschlängeln, ohne dass du erwischt wirst. So, und der Flötenheini, der da unten, da mit der... Mit diesem Symbol, das ist nämlich einer, der kann Verstärkung reinrufen. Entschuldigung, welche jetzt gerade Flötenheini nenne, aber.
Oh, und da war nämlich unser erster Auftrag, war das nämlich auch von dieser Position. Den ersten Typen, den wir gekillt haben. Alleine. Das sind noch Erinnerungen. Oh, guck mal hier. Offenbarung. Achso, ja, das haben wir damals auch schon gemacht. Oh, nicht normal. Kommen wir eigentlich hier rein? Türverschlossen, natürlich haben wir keinen Schlüssel. Nehmen wir mal den. Ach ja. Den können wir eigentlich hier aufmachen. Haben wir hier irgendwas Wichtiges? Ja, klar. Hier, guck mal. Hier haben wir was zum Einsammeln. Das ist übrigens auch schon geworden mit mir. Früher war ich auch nicht so dieser Jäger und Sammler in dem Game. Und mittlerweile hier alles abkrabbeln, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. So, da unten sind Verbündete. Vielleicht wäre es sinnvoll, die irgendwie zu organisieren. Da stehen sie. Mein Problem ist gerade, er läuft da lang. Und er wird jetzt auf mich suchen, auf mich achten. Hat Bock, mich zu jagen. Und die da natürlich auch so ein bisschen. Und die natürlich so ein bisschen Timing haben. Er untersucht. Klingt, als sollte ich da mal nachsehen. Verhaltet euch ruhig. So. Das wäre natürlich jetzt sinnvoll. Da hockt er, ne? Wenn ich die beiden da hinten wegkriege, ne? Die hier. Der da drin ist. Und dann muss ich übrigens irgendwie flüchten. Das wird auch richtig geil. Guck mal, jetzt kann ich kann ihn nicht. Oh, ich würde ihn jetzt so gerne abmeucheln, ne? Aber er steht da in der falschen Position. Ich komme da nicht ran. Du müsstest ihre Blicke auf dich ziehen. Beachtet mich nicht. So. Bleib ganz ruhig. Ich bin ein Freund von Ali. Hol mich aus diesem Krug. Ich steck fest. Willst du mich verarschen? Hol mich aus diesem Krug. Ich steck fest. Bist du verletzt? Ja. Meine Beine. Ich kann nicht laufen. Dann trage ich dich. Unsere Gegner sind sehr gefährliche Leute. Ich hatte ja keine Ahnung. Ali wird sicherlich hören wollen, was du in Erfahrung gebracht hast. Wow. Die Gewürze in diesem Topf. Die haben mir in der Nase gekribbelt. Oh oh. Kann ich jetzt eigentlich mit ihm abhauen? Hauen wir jetzt mal kurz ab mit ihm. Sauber, geht doch. Hör auf zu niesen, Alter. Aber die hauen ab. Okay. Jetzt stell mir vor, ich hätte den Typen vorhin nicht aus Spaß einfach mal so abgemeuchelt, nur weil ich Spaß dran hatte. Und dann hätte ich die Mission komplett so gemacht. Jetzt hör auf zu niesen, Alter. Hast du eine Allergie oder was? Wo können wir denn hinhauen?
Wo ist er denn? Klar ist er. Danke. Du kannst jetzt gehen. Ich komme schon zurecht. Ein neuer Auftrag ist vorbei. Ist verfügbar. Yeah! 2 Fertigkeitspunkte. Sauber. Einfach Pollenallergie. Genau. Das will ich auch behaupten. So, jetzt habe ich übrigens alle Fähigkeiten. Alter. Das ist das, warum ich keinen Bock mehr auf der Xbox hatte, weil ich dieses Piepen nicht auskriege. Wenn du Herausforderungen da irgendwie schaffst auf der Xbox, dann kriegst du andauernd Nachrichten. Und das piept immer so und ich konnte das nicht abstellen. Ich weiß nicht, ich habe mich da versucht durchzuhauen. Und immer die Piep, Piep, genau. Und das nimmt irgendwie kein Ende, habe ich das Gefühl. Ja, ist ja gut, Mann, Alter. Wo können wir denn jetzt hin? So, wir haben alles gemacht. Ich habe übrigens auch alle Bücher gefunden schon. Hier wäre die Tänzerin. Oh, Alter. Dann würde ich sagen, kümmere mich um die Tänzerin jetzt. Sprich ab in die runde Stadt. Die Tänzerin wird schlecht behandelt. Bringe sie in Sicherheit. Na, das wird ja interessant. Meine andere Frage. Kann ich gar keine Schnellreise in die Stadt hier so machen, oder was? Okay, dann machen wir dahin. Ich habe echt gedacht, dass man dahin gehen kann. Also direkt. Und bin hier mal gespannt, ob ich da irgendwie hinkomme. Ey. Vor allen Dingen muss ich erstmal jetzt irgendwo hier noch so ein Dings finden. Hier so ein Plakat. Wie aus dem ersten, aus dem zweiten Teil. Nee, aus dem ersten auch. Mit meinem Gesicht drauf. Also, was sieht's, ne? Damit die, ja, das ist natürlich sehr schön, ne? Was sehen meine Augen? Wenn ich da runterjumpe, dann sind die beiden. Die sind natürlich jetzt aufmerksam und die haben dann Bock, mich zu jagen. Meter. Da ist es nämlich. Meter? Muss das hier sein? Ich falle besser nicht auf. So. Ja, jetzt fallen wir bestimmt nicht mehr auf. So, jetzt müssen wir hier einmal durch die... Oh, ich glaube, ich auch noch in die falsche Richtung, Alter. Mann. Nee, wir brauchen keinen Taschendiebstahl. Da ist nix, da komme ich nicht lang. Ach, das muss der Typ sein, der hier rumrufen tut. Ja. Nein, den Namen nicht mehr im Kopf. Ja, sehr schön. Das ist der Ort. Ernsthaft? Was siehst du, Enkidu? Ich muss echt in den Palast eindringen, ne? Keinen Schaden nehmen. Oh nee, ey. Irgendwo. Na, machen wir hier noch einen. Den nimmt er nicht. Doch, da ist er. Such die Leute, ey. Aber ich will in die Richtung. Wenn ich mich noch recht entsinne, ist hier auch einer am Langlaufen gewesen. Na, seid doch. Hier muss irgendwo einer. Hier unter den Bäumen muss einer sein. Zwei. Das war ja hier die Mission, die A im Trailer ist. Oder beziehungsweise damals im Gameplay bei der Veröffentlichung gemacht wird. Da ist er.
Irgendwo hockt hier einer irgendwo. Ja. Aber mir fällt auch noch was ein. Hier ist ja so der Eingang gewesen, ne? Dann war doch hier runter. War doch so ein Loch in der Mauer. Das ist hier der Haupteingang, ne? Oder? Meine ich irgendwo noch ein Loch in der Mauer? Okay, überhaupt auf Elder. Versuch. Ich habe es mir natürlich hier nicht gemerkt. Ich konnte mich nur daran erinnern, dass hier die. Dass ich einen Weg habe. Jo. Natürlich nicht. Und weiter komme ich auch nicht. Oh, such den Weg. Das ist hier das Freudenhaus. Also hier, ne? Das ist hier das Freudenhaus. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Und jetzt müssen wir hier irgendwo den Eingang finden. So. Laufen wir einmal hier um die runde Mauer hier rum. Hauptsache, die haben das Loch nicht repariert. Das wäre natürlich... Da hinten ist es doch. Are you kidding me? Da oben ist der Point, ne? Da oben ist, glaube ich, der Aussichtspoint. So, dann haben wir einmal ihn. Dann haben wir einmal ihn. Oh ja, genau. Versuch mal da hinten hinzukommen, wenn da irgendwelche Typen hocken. So, haben wir hier noch welche? Das finde ich geil. Dass du die Stimmen hörst manchmal, ne? Das finde ich auch richtig geil. So, hier ist aber nichts komischerweise. Also ich muss jetzt irgendwie... Also eigentlich muss ich das so machen. Alter, hat der gerade auf Enkidu geschossen? So. Palast der grünen Kuppel. Da sind wir jetzt drin. Also. Immer schön im Busch. Langlaufen. Ja, hier lang. So, jetzt müssen wir die. Ja. War noch eine Mitte? Kannst du sie ablenken? Alter, wo muss ich hin? Gott. Wo muss ich denn hin, Alter? Da oben muss ich hin. Nee, da unten sind auch noch zwei. Oh, nee, ne? Haben wir eine Treppe hier irgendwo? Oh, oh. So, da haben wir den ausgeschaltet. Und weil es cool ist. Guck mal,
So, den haben wir den ersten. Ja, mal kurz ab. Immer noch eine Stufe nach oben. So, haben wir den auch eliminiert. Jetzt können wir uns den da vornehmen. Petzen. Jasmin? Jasmin? Ich weiß nicht. Versuch es doch ein Zimmer weiter. Okay. Müssen wir rumgepippeln? So, die Türen kann ich ja nicht öffnen, weil die sind von der anderen Seite verriegelt. Irgendwie da hinkommen. Ohne dass die anderen beiden hier Mucken machen. Oh. Genau, komm mal her, komm. Sehr schön. Bin gar nicht hier. Sehr schön. Das haben sie nicht, das haben die nicht mitgekriegt. Jetzt kann ich mich nämlich um die kümmern hier. Jasmin? Bist du blind? Ich sehe nicht aus wie sie. Versuch es oben. Jasmin? Leise, sonst hören dich noch die Wachen. Jasmin könnte im Empfangsraum im zweiten Geschoss sein. Wo sind die Wachen? Dieser Abschaum gehört in eine Zelle. Hat die mich gerade beleidigt? Holt die Schorta! Werf dieses Ungeziefer in eine Zelle! So. Du Schurke! Wie kannst du es wagen, dass du nicht sein? Wache! Wo soll die jetzt sein? Zweiten. Gott, jetzt muss ich erstmal die Frau suchen hier. Oder was? Ja, die komme ich auch nicht rein. Die sind aber alle von der anderen Seite verriegelt. Ah, da hinten ist noch eine. Jasmin? Endlich! Meine Gebete wurden erhört. Du wirkst, als könntest du mich in Sicherheit bringen. Folge mir. Ich soll dir folgen. Mann, halt den Mund, da hinten. Muss nicht bestraft werden. So, jetzt folgen wir ihr in der Hoffnung, dass
wir hier rauskommen, ohne dass es viel Bambule gibt. Nein, wir haben ja schon ein bisschen aufgeräumt, ne? Sie kommen. Kümmere dich um die Wache, während ich die Tür in diesem Gang aufsperre. Du wirst Rabenfutter. Oh. Ja. Aufpassen. Jetzt ist es sicher. Ach, sie hat hier einen Schlüssel, den ich damals gebraucht habe, oder was? Weil damals musste ich nämlich durch die Tür da durch und bin nicht durchgekommen, weil mir da nämlich die Münzen gefehlt haben. Sie durchsuchen den Garten. Kümmere dich um sie.